Willkommen zurück zu einer neuen Folge mit unseren Findern, kurz vor den nächsten Patch-DLC. Ich werde es wohl nicht ganz schaffen, das Let's Play zu beenden, bevor der neue Patch dann kommt. Da muss man halt ein bisschen überziehen, nicht wahr? Aber da muss man halt durch. Ich hätte schon gerne angefangen direkt. Aber das wird wohl nichts, oder? Ich nehme das hier alles im Vorweg auf, dass ich dann vielleicht schon ein neues Let's Play starte. Muss ich noch mal gucken, weil ich habe heute erst den 4.4. Also bei mir ist noch ein bisschen Zeit. Ich habe ein bisschen vorweg aufgenommen. Müssen wir mal gucken. Aber jetzt müssen wir da erstmal Krieg gegen Polen und Litauen führen. Wahrscheinlich. Müssen wir mal gucken. So, hier können wir schon mal Dinge wegnehmen. Ich hatte eigentlich gehofft, dass ich hier eine Kulturunion schaffe mit allen, aber die zwei Inseln gehören mir leider nicht. Ist ein bisschen ärgerlich, aber naja. Kann man nichts machen, ne? So, gegen Polen, Litauen, die sind relativ stark. Kann leider keinen mitnehmen, irgendwie will keiner. Das ist sehr schade, muss ich sagen. Das werde ich auch wahrscheinlich so schnell nicht hinkriegen. Schwan. Habe ich noch Diplomaten ein? Ich habe noch ein paar Regimentenkämpfe gebaut, weil wir sind ein bisschen über dem Truppenlimit. Müssen wir mal gucken. So, haben wir hier gefallen? Oh, 100 von 100. Okay. Dann können wir doch mal auf Krieg vorbereiten. Oh, wir haben keine Meinung mehr. Ah. Ja, das ist doof. Was wir zuerst mal machen können, Polen, Litauen als Rivale. So. Was sind deine Rivalen? Spanien, Großbritannien. Ja, das ist eigentlich nicht so sinnvoll. Okay, dann können wir den mal noch kurz beleidigen gehen. So. Spöttisch. Wunderbar. Dann gehen wir mal zu Österreich hin. Ich glaube, den habe ich schon gesagt, die soll sich auf Krieg vorbereiten, ne? Ja, genau. Wir können auch sagen, Meinung reduzieren von Polen, weil die haben nämlich eine recht gute Meinung. Wo ist denn der Pol da? Also meine Pol-Liter beträgt mindestens 75. Was? Oh. Das ist ja doof. Okay. Das ist natürlich ungünstig, sag ich mal. Gegen Vertrauen tauschen. Ich habe übrigens noch so ein paar Rebellen, die noch kommen müssen. Müssen wir auch gleich mal schauen. Ah, Staatsehe haben wir auch noch. Ah, muss ich jetzt echt den Krieg alleine führen? Was denn hier mit denen hier? Ah, die sind auch noch im Krieg. Ja, ist halt wieder ganz toll. Können wir nochmal Vertrauen tauschen? Ja, können wir nochmal machen. Das sollte dann reichen am 6. Dezember. Okay. Ich hau das hier mit den Rebellen aus. Was meine ich denn? Nee. Du Docke Fanatiker. Was dauert da so lang? Ist ja schlimm. Die Dänischen kommen auch nicht. Wenn ich die jetzt rufe, um 32.000 ist ein bisschen viel. Ich glaube, ich bin ja gerade am Konvertieren, kann das sein? Ja. Hier oben. Nee, doch nicht. Wirklich unterdrücken kann ich die auch nicht, ne? Jetzt 4,4, nee, das ist auch doof. Ach Mann. Okay.
Das ist ja blöd, ne? Sehr blöd. So, hier mal den Vertrauen tauschen. Hat er überhaupt hier Truppen? Na, ist nicht viel, ne? Wir klären. Ja, immerhin kommt Großbritannien mit. Schulden, destabilisieren. Man könnte natürlich auch noch warten, bis die mit den Osmanen wieder Waffenstillstand vorbei ist. 76. Müsste ich nicht gegen so viel kämpfen. Aber das will ich ja auch nicht. So. Können Sie hier mal rüberkommen? Der ist jetzt extra von hier unten bis ganz nach oben gelaufen. Habe ich extra mal so ein bisschen laufen lassen. War ein weiter Weg. Auf jeden Fall. Weißt du was? Ich riskiere es mal. So. Ist ein bisschen viel Truppen. Es gibt wegen Verlust. Aber ist mir jetzt egal. Bornholm. Waffenmeister. Kampfstärke Infanter. Ja, das können wir gut gebrauchen. Also irgendwie sieht das noch zu wenig Truppen aus hier. Ich weiß auch nicht. Ah, oh, nee, ich habe eine Armee vergessen. Es darf nicht wahr sein. Oh. Ich habe mich schon gewundert, hier fehlt auch eine Armee. Na, du schöner Mist. Und da dachte ich habe alle hochgeholt, ey. Na, ganz toll. Die Truppen hast 10.000. Ja, weißt du was? Ich mach was anderes erst. Ich schnapp mir erst hier unten die. Ich hab Haufen Zeug hier. Legitimität beziehen verbessern. Ja. Diplomatische Reputation. Da müssen wir im Krieg sein, okay. Ah, das nervt mich jetzt. Das muss ich schon mal so sagen. Das habe ich jetzt noch nicht erwartet. Pause. Das hier mit den Provinzen hat, glaube ich, auch nicht so viel gebracht, oder? Habe ich so das Gefühl. Ich bin mir da nicht sicher. Okay, jetzt haben wir eh keine Punkte mehr. Nee. Nicht so wirklich. Na gut. War wohl eher nicht so sinnvoll. Okay. Wenn ich da jetzt angreife, kommt Äthiopien mit. Ah, Jem kommt auch mit. Ich hätte jetzt gesagt, die kommen nicht mit, weil die besetzt sind, aber. War. Doch. Das ist sehr schade. Irgendein General ist gestorben. Der hier. Schauen wir doch mal. Naja. Naja. Ist alles so mittelmäßig. Muss ich sagen, wo hat der seine Hauptstadt hier hinten, oder? Nee. Wo ist die Hauptstadt? Hauptstadt, Hauptstadt, Hauptstadt. Machen wir das einfach mal so. Ah. Vor der Nase. Auf der Festung. Okay. Auch gut. Na schön. Ich hätte jetzt nicht vor, noch gegen die hier zu kämpfen. Kriegsmüdigkeit. Müssen warten, bis sie besetzt sind. Weil das hier wird nicht reichen wahrscheinlich. Das sind...
90.000 knapp. Die haben 86.000. Ja, der wird bestimmt noch ein bisschen ausheben. Huch. Da will ich hin. Ja, ich kann auf 130 hochgehen. Okay. Das ist ordentlich. Können auf jeden Fall mehr. Ah ne, das ist die Gesamtheit der Soldaten, okay. Oh, ist das wieder schwierig. Warte mal, können wir hier hergehen und sagen, löst die Allianz auf? Schade. Schade. Ach, habe ich überhaupt hier ein Kriegsziel? Ja. Gib mir ein Kriegsziel. Diplomatische Reputation. Da bist du jetzt. Okay. Ob die Jemen jetzt noch schnell rausnehmen? Genau. Kündigen wir das Militärdingens auf. Staatsehe haben wir auch nicht mehr. Da kommt halt noch der Kleinkram mit, ne? Oh, Moment. Löst ihr gerade eure Armee auf? Nee. Das sah gerade für einen Moment so aus. Ja. Noch 17 Unterschied. Jetzt ist wieder ein General gestorben, sag mal. Darf eigentlich wahr sein. Komm, lauf mal hierher, besetzt den ein bisschen. Das ging schnell. Wow. Das ging ja richtig schnell. Hatte ich hier noch Dingens drin? Ja. Ich glaube, das kann man weglassen, ha? Huh? Irgendwie geht das doch recht schnell hier. Sehr schön. Ach so, stimmt ja, ich wollte hier die Dings wegnehmen. Das habe ich jetzt auch wieder vergessen. Ganz toll. Keine Ahnung, was die Spanier da machen. Ach, hallo. Da kommen sie. Sehr schön. Und weitermachen. Oh Gott, haben wir einen Haufen Zeug hier. Finde ich sehr gut. Leider kein Kurlen, leider. Das ist leider auch sehr schade. Weil wir halt keinerlei Dingens bei uns haben, ne? Ah, jetzt. Dann kümmern wir uns erstmal hier um. Hier. Dann nehmen wir mal schnell den Dingens raus. Haben wir noch was Besseres? Oh ja. Sehr schön. Triumph des Klerus. Oh. Völlig Einfluss. Wir nehmen uns hier mal die Rekrutenreserve. Okay. Ah, mehr Neva konvertiert. Jetzt können wir das Ding bauen, oder? Genau. Diesen Extra-Absolutismus würde ich dann schon ganz gerne haben. Müssen wir mal schauen. Ach, das ist alles so schlecht hier. Das ist sehr belastend. Bei 70 sind wir okay. Warten wir da mal noch ein bisschen, bis wir da hier die Sachen eingenommen haben. Würde nämlich gern dich direkt rausnehmen wieder. Ah, das hier ist nervig mit den Osmanen. Okay.
Jetzt rufen die uns in den Krieg, na ganz toll. Das kann ich ja gerade gebrauchen. Ja gut. Dann sollen die mal machen. Würde ich sagen. Hat er hier noch Festungen? Sieht nicht so aus, ne? So, kann ich dich rausnehmen? Kann ich direkt rausnehmen, sehr gut. Verträge aufkündigen. Nö. Nee, dann machen wir einfach weißen Frieden. So. Das passt. Und schon hat er keine Verbündeten mehr. Sehr schön. Machen wir einmal hier Besetzung. Dann einmal hier die Festung. So. Er kann den Rouge besetzen gehen. Das wird ja nicht viel bringen. Okay. Über Umwege. Soll mir recht sein. 10 Prestige und 20 Legitimität. Nö. Nö. Das muss nicht sein. Überhaupt nicht. Echt, die eine Provinz hätte es auch noch nehmen können, muss Kasan. Oh Mann. Moment. Tributstadt von Kasan? Okay. Jetzt habe ich schon noch Kasan am Hals, ganz toll. Ist ja wieder super. Na gut, dann wird es hier alles ruckzuck konvertiert, wenn ich das richtig sehe. Na gut. Jo. Alles schön katholisch. So muss das sein. So, diese Festung hier ist ja richtig bescheiden. Apropos, die oben wollte ich mal ausbauen. Die zwei wichtigen. Die auch noch, komm, wir bauen die auch noch aus. So, dann sind wir schon mal hier geschützt, so wegen. Ach, hier wollte ich noch eine bauen. Hier am besten. So. Dann sieht das schon mal sehr gut aus. Hier unten könnte man noch was bauen. Hat kein Geld. Okay, okay. Da fehlt das nötige Kleingeld. Bitte weitergehen. Achso, wir könnten mal Beziehung mit Schirwan, ne? Wenn wir eh gerade da oben nicht angreifen. Passt das schon? So. Österreich kann man auch noch mal hingehen. Ein bisschen Vertrauen holen. So. Sehr schön. So, macht mal hin da. Müssen wir erstmal die blöde Festung da besetzen. So, und er kann dann schon mal hierher gehen. Okay. Setzen wir da schon mal den Kram. So, Diplomat abberufen. 6 von 6. Gerade ob ich Wolgast noch annektiere, dann haben wir keine Vasallen mehr am Hals. Ja, auch eine Idee. Hm.
Heute hat Österreich gleich wieder keine Rekrutenreserven mehr. Ist ja wieder ganz toll. Wie schaut es denn hier aus? Ja, da können wir auch nochmal Vertrauen tauschen. Da ist schon alles voll. Portugal. Großbritannien verbündet, okay. So, mal hinmachen hier. Hab doch nicht den ganzen Tag Zeit. Die machen sich aber auch breit, ey, die Osmanen. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich sehe gerade. Ah, die ist nur Schiffe. Okay. Hat sich keiner bei mir hochgeschlichen. Dann ist gut. So, was wir mal machen müssten hier bei Deogarden ein bisschen beziehen verbessern. Da kommen noch hin. Die können wir mal abrufen. Ah, jetzt müssen wir erstmal die blöde Festung einnehmen. Ja. Mehr Konvertierung. Das läuft. Keine Ahnung, warum das eine nicht geht. Gerade was gebaut, kann das sein? Ah. Günge bauen wir gerade die Festung, okay. Soll mal ruhig sein. Hey, geschafft. Bin begeistert. Da werden wir uns nämlich hier schön lang schlängeln. Ein Problem ist noch, dass die hier mit den Osmanen verbündet sind. Mara und Mombasa höchstens, aber schwierig. Können ja nicht mal Ansprüche machen hier, ne? Schon mal Spionagezeug machen. Bei ihm waren wir schon auf Maximalbeziehung. Okay. Yay. Mal hier ein bisschen besetzen gehen, wa? So. Einmal kurz Hallo sagen. Irgendwelche Schiffe erobert, trotz Handelsschiffe, okay. Kriegsausbilder, ja. Nicht schlecht. Ja, das reicht schon, dankeschön. So, einmal so hier. Hat doch keiner wirklich was dagegen, sehr gut. Das für Zeichen stärkt die Gilden, ja gut, ist nicht so wichtig. Ja, eigentlich reicht das ja so schon. Tu mal hier den Bündnis aufkündigen. Das brauchst du nicht mehr. Ja, das war's eigentlich, ne? Den Adal da unten freilassen, aber muss jetzt auch nicht sein. Wozu auch, ne?
Das ist für uns eigentlich total uninteressant. Sehr schön. Und damit sind wir hier wieder ein Stück näher Richtung Ayoran. Wieder Richtung Süden. So. Einmal Andesprovinz. Da noch. Ja. Passt. Wunderbar. Problem sind ja ein bisschen die Rebellen dann, ne? Guck schon wieder äthiopische. Darf ja nicht wahr sein. Ich dachte, die hätte ich gerade erst weggemacht. Achso, wegen der blöden ketzerischen Kultur, ne? Ladoga eine Kirsche. Gerne da. Hier werden auch die Festung gebaut. Ja, eigentlich müsste ich die Truppe wieder hochziehen, ne? Aber ich habe gleich wieder die nächsten Rebellen. Das ist das Problem. So, Ansprüche laufen, okay. Ich kann jetzt auch die 3 Jahre noch warten, dann schauen wir mal, ob der Dingens da angreift, der Osmane, den Polen. Muss man mal gucken. Ob das so ist oder nicht. Hätte ich hier einen hingeschickt? Ja. Okay. Gut, gut. Wie greifst du an? Kanemburu. Ah. Okay. Aufstand produzieren. Achso, wir sind im Krieg. Ah. Das ist wieder sehr nervig, sowas. Soll man hinmachen. Mit dem Krieg da. Können wir noch was Schönes machen? Wir können noch ein paar Dingens bauen. Okay. Ja, bauen wir hier so ein paar Dinger hin. Ansonsten Regierungssitz. Warum nicht? So, Konvertierung sieht doch alles sehr gut aus. Das da geht alles noch nicht, leider. Das ist sehr schade. Aber okay. So, wie schaut es hier aus? Dass der immer noch diese beschützende Haltung hat, ey, das verstehe ich auch nicht so ganz, was das soll. Wie sind jetzt die Meinung immer noch? Ah nee, jetzt ist es gesunken. Okay. Hier können wir mal auf Meinung reduzieren gehen. Der hat keine Truppen, ne? Das ist sehr nervig. Sind nicht bei 200. Sehr nervig. Was sagen deine Waffenstillstände? Im Februar 76. Da können wir mal Pause machen, danke. Moskau bis 80. Österreich hat er nichts. Okay. Frankreich. Ja, das bringt mir halt auch nichts. Ne? Na gut. Jetzt müssen wir ein Spionagenetzwerk bauen. Das dauert wieder. Okay. Können wir uns mal hier hinstellen? So. Moral! Dankeschön.
Blütenrebellen hier. Das sind wir ganz schön weit voraus. Uiuiui. Mehr Autonomie. Ach, wir verdienen ja richtig viel Geld hier. Uiuiui. Da sollten wir mal eine Disziplin reinnehmen vielleicht. So. Auch wenn wir da ein bisschen mehr fürs Militär bezahlen müssen, aber das ist das geringste Problem. Glaube ich. Der Staat bin ich, ja. Aber mir geben mal lieber Punkte aus. Ah nee, jetzt ist Spanien kontrollierte Kurie. Darf ja nicht wahr sein. Können wir ein Bündnis machen? Offenbar nicht. Das ist ja blöd. Was ist das hier? Können wir mal Frieden machen oder so? Oder was dauert das so lang? Ach, wir haben ja noch ein paar Darlehen. Sollten wir auch mal zurückzahlen. Bei gelegentlicher Gelegenheit. Okay. Müsste jetzt eigentlich die Truppen mal hochziehen wieder. Weil hier komme ich eh nicht weiter jetzt momentan. Nach Mombasa. Das an Gallien hat Tramaut. Was ist mit dir? Man müsste quasi gegen Mombasa in OCB machen. Damit wir hier nicht in den Krieg mit den Osmanen nochmal unbedingt kommen. Ist ja richtig bescheiden. Ha. Vielleicht haben sie gar keine Lust. Nee, doch, die haben leider Lust. Das ist sehr schade. Macht Frieden, Gogo. Was macht ihr so lang? Kann nicht so schwer sein. Kannst du echt vergessen hier? Ach, die haben auch schon wieder 80.000, ey. Ja, ich befürchte, die haben bessere Armee als ich. Das könnte ein Problem sein. Na, ganz toll. Finde ich nicht gut. Oromo-Siedler, okay. Wer der wechselt zu Oromo? Gibt Unruhe. Ja gut, das ist mir ja relativ, weißt. Es kann so viel Oromo sein, wie es will. So, okay. Könnte man doch mal langsam hier zu Ende kommen? Weiße Friede, ja, danke. Findet ihr zwar jetzt nicht so toll, aber ich glaube, wir haben genug Vertrauen. Ist das nämlich erledigt. So. Gucken wir mal die Atalanischen. Dann. Äthiopische, nee. Tribari. Kitische. Ach, die Haragen, genau. Die wollte ich. Weg mit euch!
Zieht von dannen. Ich komme irgendwo hier raus, die Rebellen. Mal gucken. Waffen steht mit Swahilis, okay. Halt. Hierhin, dann dahin. Und wieder an der richtigen Stelle. Sehr gut. So, Biage, die anderen brauchen noch. Tribage kommt oben. Genau, einmal hier. Kümmern wir uns erstmal um die da. So, da ist die Festung fertig anscheinend. Eine neue Fähigkeit. Boah. Keine Ahnung. Irgendwie so. Ah, Biage kommt auch gleich. Ist da. Ah, wieder an der richtigen Stelle. Sehr gut. Biage kommt hier irgendwo. Okay, irgendwo hier unten oder da oben. Irgendwie so. Genau, lassen wir die erstmal ein bisschen auffüllen. Können wir eigentlich auch so kommen lassen, ne? Da sparen wir uns die zusätzlichen. Hoffe ich doch. Oh no. Oh, kein Nachfolger. Interessant, interessant. Ja, wir haben leider nicht genug Vertrauen gefallen. Kann ich leider keinen Nachfolger draufsetzen. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Da können wir erstmal nur hofieren. Es sieht nicht so gut aus für Venedig, für Österreich. Ach Gott, ey. Die sind ja schlecht. Ich habe echt keine vernünftigen Verbündeten. Das ist echt problematisch. Könnt ihr Euraten dazu holen? Das wäre noch eine Idee. Die Timuriden. Tech 14. Ach, das ist gerade mal Tech 9. Du Scheiße. Dann lieber den Timuriden. Vielleicht mal Beziehung verbessern. Dann gucken wir uns das Ganze mal an. So. Okay. Da würde ich einen Krieg gegen die führen. Aber dummerweise kommt der Osmane mit und das ist richtig Mist. Können wir zu dir sagen, Allianz auflösen? Ne. Muss ich echt nur CB machen? Halt. Ja, krieg ich wieder zwei Stabi-Malus, ne? Natürlich auch nicht schön. Aber darauf wird es am Ende hinauslaufen, fürchte ich. Das finde ich aber gar nicht toll. Allerdings ist in einem Jahr, nicht mal in einem Jahr, wieder der Waffenstillstand zwischen Osmanen und Politern vorbei. Vielleicht haben wir ja Glück und die greifen die an. Aber die haben keinen Kriegsgrund. Das ist ja doof.
Nee. Ich hoffe, die kriegen noch einen. Das wäre schön. Gut, da würde ich mal sagen, ich lasse noch ein bisschen laufen in der Zwischenzeit. Ich beende erstmal die Folge und dann schauen wir mal, wie sich das Ganze entwickelt. Dann sehen wir uns zur nächsten Folge. Dann gucken wir mal, wie wir Krieg führen können oder auch nicht. Das weiß ich jetzt halt nicht. Müssen wir mal sehen. Gut, bis dann. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.